Die meisten von den Sachen, die wir hier so von uns geben, die sind an den Haaren herbeigezogen. Nicht an unseren. Wir haben uns einfach so ausgedacht. Aber die folgende Sache, die ist genauso passiert. Sie war nicht besonders helle, sie war eher etwas schlicht. Sie lachte immer an der falschen Stelle und leise lachte sie nicht. In ihrer Wohnung hing ein Poster von den Backstreet Boys und Take That. Sie las keine Bücher, höchstens mal einen Douglas-Prospekt. Wen interessieren schon innere Werte, wenn die Verpackung so dermaßen stimmt? Das, was ich an ihr begehrte, waren nicht ihre inneren Werte. Ihr Körper entzündete ein Feuer und ihre Stimme blies es wieder aus. Es kam wirklich so ungeheuer viel aus ihrem Mund heraus. Sie kicherte in ihr Handy und schrieb den ganzen Tag SMS. Ihr Name war tatsächlich Mandy. Na und gibt's Schlimmeres? Wen interessieren schon innere Werte? Wenn die Verpackung so dermaßen stimmt, das, was ich an ihr begehrte, war nicht ihre Erinnerung. Wen interessieren schon innere Werte? Wenn die Verpackung so dermaßen stimmt, das, was ich an ihr begehrte, war nicht ihre inneren Werte. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich nur scharf auf ihr Äußeres war. Als ich versuchte, sie endlich zu küssen, verblüffte sie mich ganz und gar und meinte, die Reduzierung ihrer Persönlichkeit nur auf ihr Äußeres sei unreflektiert. Und es sei ihr klar, dass bei mir der Trieb das bisschen Verstand regiert. Und die Grundlagen meines Vorteils seien ohne jegliche Basis. Denn nur weil ich etwas nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Abschließend ließ sie mich noch in ihrer wohlformulierten Art wissen, ich sei ein verblödeter Macho-Arsch und ich soll mich verpissen. Sie interessiert sich für innere Werte und dann verbrachte das mit uns kein Willen. Ich weiß, dass ich innere Werte, weil ich hier zu oberflächlich bin.